Jo, hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Community. Hier ist mal wieder euer Chrissy Schnissi und ja, X4. Ja, wir sind dabei, hier gerade zuzugucken, wie so ein wunderschönes K hier die Eisraffinerie abreißt. Das ist auch okay, der sollte ja auch ruhig abreißen. Weil, ja, das bringt uns ja wieder weiter. Und der reißt ja alles auseinander, ja. Die Eisraffinerie ist so gut wie down. Und ja, unser Raptor ist jetzt gleich im Anflug. Und natürlich speichern wir erstmal das Spiel. Bis gleich. Wie das halt immer so ist, ja. Es wird immer erst gespeichert. Und dann jetzt los. So. Jetzt kommen wir langsam hier an. Also ich hoffe, wir kommen dann auch mal an jetzt hier, weil Raptor ist ja nun schon wirklich langsam. Jetzt hat er sie explodieren lassen. Sehr schön. Und jetzt bitte ein koordinierter Angriff, bevor der abhaut. Der wird nämlich jetzt abhauen. Er sucht sich nämlich jetzt ein Ziel. Ich hoffe, der sucht sich jetzt nicht die Raptor als Ziel. Jetzt geht's los. Aber dass er die Eisraffinerie geklatscht hat, ist okay. Das soll er auch. So, jetzt geht's los. Bum, 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 bum. Ich hätte ihn natürlich gerne geklatscht, während die Eisraffinerie. Ja, das ist schon wieder los, ey. Ich hätte natürlich gerne geklatscht, wenn die Station noch gestanden hätte. Weil dann hätten wir auf jeden Fall Ruf bekommen, aber er hat die Station vorher abgerissen. Und damit hat er ja eigentlich geschafft, was er schaffen wollte. So, wer hat dich denn angegriffen hier? Wer war es denn? Paraninpolizei? Pluto? Nö. Die waren das hier. Der Korsarenvogel. Ah. Ja. Naja, flieg mal weg. Flieg mal weg. Unsere Station hat natürlich keine Waffen und selbst wenn sie Waffen hätte, würde sie auf den Korsaren nicht schießen, weil wir die nicht als negativ haben. Flieg du mal weg hier. Du bist schnell. Die sollten das eigentlich schaffen. Die Boas sind echt schnell. Die sollten das eigentlich schaffen. So, hatten wir nicht noch zwei Miner? Ne, die hatten wir alle schon zugewiesen, ja? Mal schon zugewiesen. So, jetzt gehen wir mal gucken auf der Station hier. Silikonkombiwerk. Logische Übersicht. Ja, jetzt sieht doch das schon wieder besser aus. Jawohl. So werden wir es haben. So, jetzt gucken wir mal, was wir an Geld verdient haben. 22 Millionen. Alter Falter. So, was wir jetzt machen ist, wir springen jetzt mal in unsere wunderschöne Nemesis. Und bevor wir da reinspringen, damit die uns nicht abnervt, weil sie durchs System fliegt, werden wir jetzt mal hier uns im Terraner-Raum bewegen. Und zwar gibt es diesen Asteroidengürtel, genau. Hier werden wir mal reinspringen. Und hier startet nämlich die Quest dann, wenn wir bei den Terranern 5 sind. Plus 5 oder 0 oder so, glaube ich. Das heißt, wenn wir jetzt hier einmal durchfliegen, ich weiß gar nicht, hier dürfen wir, glaube ich, nicht rein. Dann lass uns mal hier reinfliegen. Hier reinfliegen. Und da wartest du dann bitte mal. Und dann wissen wir, dass die dann irgendwann da ist. Okay. Der handelt hier fleißig. Er hat Energiezellen dabei. Okay. Ach, von unserem Energiezellenwerk hier. Ja. Das ist okay. Ja, wir versorgen die. Wir versorgen die Leute hier. Das ist kein Problem. Wir haben noch genug Laderaum. Wir sind erst bei, weiß ich nicht, Prozent. Wir haben 4 Millionen Kubikmeter und 249.000 haben wir erst. Also ja, wir versorgen euch mit Energiezellen. Kostet zwar nicht die Welt, also man verdient nicht viel, aber das ist okay. So, jetzt will ich mal kurz checken, sind denn die Miner
Die für Pio Erzmeinern sind die hier. Ja, die sind hier. Ja, die sind auch hier. Der ist da, der ist da. Alles klar. Super. Hammer. So, jetzt hier Fraktionsrepräsentant bei den Minimatan hier. Min-Dingsbums hier. Wo war? Hier. Wen hatte ich da hingeschickt? Hatte ich da jemanden hingeschickt? Hatte ich da nicht ein Schiff hingeschickt? Pegasus, wo bist du? Andocken und warten, Argon-Schiffswerft. Genau, du kannst jetzt mal zu den Minis rüberfliegen, weil ich habe scheinbar. Ach nee, habe ich den Minotaur-Rang schon geholt? Habe ich den schon geholt? Doch, denn von den Minis habe ich schon. Nee, habe ich noch nicht geholt. Da war irgendwas, ne? So, hinfliegen und docken. Alles klar. Ich hatte aber eigentlich ein Schiff Bescheid gesagt. Da muss doch schon irgendeins sein. Ist die Kobra da hingeschickt? Nee. Antigone, Chimäre. Position halten, Astrid. Oh, Astrid hat einen Haufen Beschützer an Bord, genau. Was machen wir damit überhaupt? Das ist auch wieder so ein Thema. Da weiß ich eigentlich überhaupt nicht Bescheid. So, du wolltest ja jetzt hier irgendwo, wolltest du was abreißen. Wo war es denn? Hier? Hier. Das hier wolltest du abreißen. Das heißt, die Raptor fliegt jetzt dahin. So. So, die haben ja noch nicht neu aufgebaut, aber das werden sie bald machen. Ja, BDW. Weil habe ich jetzt noch keine Ahnung. Ich gehe mal davon aus, dass wir hier irgendwo noch einen Sprungtor übersehen haben. Oder oben irgendwo. Also hier ist ja auf jeden Fall keins. Hier ist auch keins mehr. Das ist inaktiv. Ja, hier könnte es sein. Hier ist immer noch orange. Das heißt, das System haben sie noch in der Hand. Wobei die hier schon wieder angegriffen worden ist. Das haben wir ja schon in der letzten Folge gesehen. So. Ich werde mich jetzt mal auf meine Station teleportieren und werde mal gucken. Ob wir das Spiel speichern können. Profitabler Handel. Und dann werden wir mal ein bisschen Flug-Action wieder machen heute in dieser Folge. Sehr schön. Guck mal hier die ganzen Auszeichnungen und alles von den Plots, die wir so gemacht haben. Ach, ist das schön. Ach so, ja, ich wollte ja meine Raumfliegeneier noch mal rausschmeißen hier. Raumfliegeneier, genau. Dann kannst du auch Kohle mitmachen. Ach Mensch, weil die natürlich ordentlich was bringen, ja. So, haben wir nicht, haben wir nicht, haben wir nicht. So, was haben wir denn eigentlich im Inventar an Geld? Steht hier nicht. Na, ist egal. So, hier sehen wir die, ne, die Geschichten, die wir hier schon so geschafft haben. Hier, ne? Sehr schön. Aber was, ich wollte ja gar nicht hier hin. Ich hab ja falsch geklickt. Ach so, man landet ja immer da, ne? Glaube ich. So, Wissenschaftslabor. Ich weiß jetzt nicht, ob ich den Splitplot jetzt schon starten will. Ach, das Warp-Experiment. Ja, ich will doch aber mit meiner Station nirgendwo hinspringen. Wie geht's? Und der macht nur die Geschichte mit der Split-Verbindung, genau. Die Frage ist, wie geht das mit den Beschützern weiter? Müssen wir jetzt zu den Sturmflutis nochmal reinspringen? Wir haben ja da noch irgendwie eine Aufgabe gehabt mit der Bar. Wir sollten doch noch zu irgendeiner Bar fliegen. Hier ist Wellenbrecher. Und wo ist denn die Bar? Die war doch hier irgendwo. Weil die Frage ist, ob, es muss ja hier, von hier aus muss es ja irgendwo wieder hier reingehen. Also ich muss das wirklich finden. Das war die Schiffswerft. Wo ist denn die Bar? War das hier überhaupt oder verwechsel ich das hier? Hier ist es. Ah, es hat Casino, genau. Das meine ich. So. Die Frage ist, bei Vigor müssen wir natürlich auch hoch mit dem Ist Ruf, dir ja? jemals ein blinkendes Licht aufgefallen, während sie mit dem Asteroiden ihren herzeigenen Geschäften nachgegangen sind?
Dieser Typ geht mir auf den Sack. Redet immer noch, ich höre Stimmen. So, dann springen wir jetzt mal auf die Nemesis-Angreifer neu. Die fliegt ja jetzt dann uns dahin, wo wir hinwollen. Erreiche System, Segaris. Wir sind in Segaris, sehr schön. So, jetzt ist die Frage, Sturmflutstreicher kriegen wir wahrscheinlich genauso hoch wie die anderen, indem wir erstmal hier rumfliegen und für die Mission machen. Okay, also WIG quasi. WIG und Sturmflutstreicher, das sind ja zwei unterschiedliche SDU und WIG. WIG ist halt die Frage, Raumdock der Allianz, was kann man da kaufen? Da gibt es doch bloß Standardschiffe wahrscheinlich. Geier, Seeschwalbe, ja. Die kann ich mir dann noch selbst kaufen. Aber ich glaube, das sind irgendwie verbesserte, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, oder? War das so? Die sind irgendwie anders dann. Ja, ich weiß nicht, ob man jetzt erst hier dann wieder in die Systeme muss, damit das hier triggert wird. Ich habe keine Ahnung. WIG auf jeden Fall und Sturmflut müssen wir noch machen, rufmäßig. Aber jetzt machen wir. Jetzt machen wir aber erstmal die. Jetzt machen wir erstmal die Terraner hier, die Geschichte mit den Terranern. Ja, genau. Also wir sind ja schon in Segaris, das heißt, wir müssten ja dann bald da sein. Während wir schon mal hier sind, können wir uns nochmal die Instandhaltung-Mission angucken. Weise Untergeordnete zu. Na, habe ich doch schon gemacht. Und das auch mit diesen Gildenmissionen, ja? Also da, Ja, Handelsgilde der Segaris-Pioniere. Konsolenhack, Analyse lokaler Regionen, Grundlagenlernen, Analyse. Also wir haben ja jetzt im Prinzip, ein Utopia, die Lackierungsmodifikation. Die könnte man natürlich hier brauchen. Die wäre natürlich schön. Oder wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich weiß, was wir machen. Wir bereiten jetzt die Erlkönig vor. Das habe ich die ganze Zeit vergessen. Aber ich weiß noch nicht, wie das funktionieren soll, weil die Erlkönig wird ja bedeuten, dass wir... Da sind so viele Schiffe drumrum. Aber wo war die nochmal? Wo war die Erlkönig nochmal? Da habe ich einen Satelliten gesetzt, glaube ich. Die war hier irgendwo. Ach, wo waren die? War das hier ein Herzsprung? Jetzt das Dingsbums? Nee. Wo war die Erlkönig? Oh Gott. Ich weiß es nicht mehr. Oh, was ist denn hier Schönes? Ein Zerstörer, guck mal. Da kriegen die Terraner auf die Fresse, würde ich sagen. Okay. Wo war denn? Helft mir noch mal, Leute. Schreibt es mir in meine Kommentare. Das bringt mir ja nichts. Hier ist sie. Oder? Nein. Die war irgendwo bei Sturmflut oder bei... War die hier? Ne, die war bei WIG, war die, ne? Genau, das waren WIG-Leute, die mich bedroht haben. Ah, ich muss mal ganz kurz googeln, wo die ist. Bis gleich. So, ich weiß jetzt ungefähr wieder, wo sie ist. Also Windfall ist ja hier. Und wir werden jetzt dann mal hier ein paar Satelliten aufstellen. Der fliegt ja nach Ketsufune, genau, den habe ich ja weggezogen, genau. Und wir werden jetzt hier mal bei Vigor, werden wir jetzt mal hier ein paar Satelliten aufstellen. Ich hoffe, dass die diesmal stehen bleiben. Ach, die können ja gar nicht stehen bleiben, das ist hier wegen, wegen Wetter und so, ne? Ja. Aber warte mal, du kannst mal bitte... Wo war denn das, Mensch? Wo stand denn die? Die war hier irgendwo. Irgendwo war die hier. Aber wir haben hier keinerlei Satelliten mehr, weil der Sturm die wahrscheinlich alle wegklatscht. Genau. Okay, pass mal auf. Du mit deinen, du Eclipse hier, du fliegst jetzt mal hier hin und dockst hier mal. Weil ich glaube nämlich, dass das hier irgendwo war. Das war irgendwo hier auf der Ecke. Irgendwo hier war das. Ja, oder hier, ich weiß nicht mehr. In irgendeinem Gate war eine Station und da stand die rum. So.
Die wollen wir als Anthony Allkönig. So, und jetzt brauchen wir natürlich Marines und da werden wir diese Shuyaku-Frachter nehmen, weil die Frachter, die haben einen großen Vorteil, die haben, können 225 Marines tragen. Das Ding ist, wir werden, also ich habe die jetzt geordert ohne Crew. Ist das Spiel noch auf Pause? Oh, ja. Wir werden die ordern ohne Crew und fliegen dann zum Vigor-Syndikat ans Dock, weil bei Vigor kriegen wir, können wir Marinesoldaten kaufen. Und da sind manchmal Veteranen dabei und dann geht das ein bisschen schneller. Ja, das habe ich noch irgendwie in Erinnerung. Ich glaube, es war so. Und dann gucken wir mal. So, also hier kann das ja nirgendwo sein. Hier ist ja nirgendwo die... Ich hatte mir, glaube ich, eine Barke gesetzt oder so, aber das geht ja bei Vigor nicht, weil hier ist ja die, der Ausbruch. Und da müssen wir halt hoffen, dass wir nicht zum Zeitpunkt eines Ausbruchs da rumfliegen. Dann werde ich mich auch auf die Shiyaku, wie auch immer die heißt, Shiyaku, portieren, damit wir das hören, weil im Falle eines Falles müssen die nämlich sofort docken, die beiden. Die, wenn die dann gebaut sind, fliegen wir erstmal hin, holen uns erstmal Crew, dann docken wir, dann warten wir den Ausbruch ab, dann haben wir eine Stunde Zeit, die zu entern. Und das ist das nächste Problem. Du musst wirklich den Entervorgang ganz kurz nach dem Ausbruch, musst du den starten. Weil das dauert ja eine Weile. Und dann musst du es auch rauskriegen aus dem System. Das dauert ja auch wieder eine Weile. Ich hoffe, dass er Antrieb hat, aber da waren welche dran. Also ich denke mal, das müsste gehen. Wenn nicht, docken wir sie erst und dann warten wir den Ausbruch ab und dann fliegen wir raus, wenn der Ausbruch gerade war. Weil sonst wird die ja wieder zerstört. Wobei das auch nicht das Problem ist. Soweit ich mich an den Plot erinnere, ich habe ihn nie selbst gespielt, sondern nur vom Hörensagen, soll das wohl so sein, dass wenn die Erlkönig nicht geentert wird, sie dann zerstört wird oder man kann sie zerstören. Und wenn sie zerstört wird, bekommt man den Bauplan dafür. Also die Erlkönig kann wohl nur einmal bestehen im Spiel. Also entweder zerstört man sie oder man entert sie. Und ich glaube, wenn man sie zerstört, dann will Bosotar irgendwie den Energiekern bergen oder irgendwie so und dann kriegt man den Bauplan. Nützt uns aber nichts, weil wir noch keine Werft haben. Und die Erlkönig selber nützt uns ja auch noch nichts, weil wir ja auch noch keine, Dings haben, keine Baupläne. Und die Baupläne für die Teile der Erlkönig befinden sich in den neuen Sektoren hier. Ja? Das heißt, hier irgendwo befinden die sich, hier müssen wir dann doch nochmal ein bisschen rumfliegen und müssen die Dings dann machen. Die Sicherheitscontainer hier, die, wie heißen denn mal die? Datentresore, genau. Und das wundert mich, dass ich hier gar nichts mehr habe. Kein Datentresor, nichts mehr. Na gut, ich habe keinen Satelliten mehr. Ne? Die werden halt zerstört. Das ist halt bei Vigor so. Da müssen wir halt mal gucken. So, also jetzt warten wir darauf, dass die gebaut werden. Und in der Zeit, wo die bauen, war ich nämlich schon hier im Terraner-Raum und habe hier eine Quest bekommen. Einen Auftrag. Alter, wir sollen hier kriminellen Verkehr klatschen. Also hat Chrissy sich hier in seine Nemesis gesetzt und hat hier den Auftrag angenommen. Wir sollen hier an der Verteidigungsstation kriminellen Verkehr klatschen von den Terranern. Das ist gut. Da kriegen wir viel Ruf und das machen wir. Ja, oh, hier ist auch noch ein Beschleuniger. Sehr schön. Den haben wir gar nicht gesehen. Den müssen wir dann auch nochmal abfliegen, um zu gucken. Uranus, hier ist gar nichts. Sehr schön. Hier gar nichts. Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Hier ist gar nichts. So, was ist denn hier im System? Hier gibt es 2% Sonnenlicht. Aber guck mal an, Alter. 319 Millionen Silizium. 1,2 Millionen Wasserstoff. 319 Millionen Erz. Hier kannst du erzen. Bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Und dann gibt es ja hier noch Jupiter, sag ich mal. Hier oben gibt es ja noch hier Asteroidengürtel. Kannst auch mal reingucken. Der ist krank. Also Eis, Erz, Helium, Methan, Ividium, Silizium, Wasserstoff, alles da. Alles, was du brauchst. Also eigentlich kannst du hier deine Station bauen. Hier findest du alles. Alles, was du brauchst, findest du hier. Was fehlt denn noch? Was fehlt denn noch? Wir haben alles, oder? Ividium, Silizium, Wasserstoff, Methan, Helium, Erz, Eis, alles. Hier ist alles. Also Sonnenlicht 13%. Das ist das Problem. Man müsste dann hier nebenan wahrscheinlich 44% ist auch nicht so doll. Vielleicht hier bei Jupiter 3%. Ach du Scheiße. Ja, dann musst du halt hier oben in Getsufune 100%. Ja, müsstest du hier Energiezellen bauen und die hier runter transportieren. Ne? Weil die brauchen Energiezellen hier dann. Weil 13% Sonnenlicht, da brauchst du keine Energiezellen bauen. Das ist sinnlos.
Ja, okay, also werden wir jetzt erstmal die Mission machen, hier den kriminellen Verkehr zu schreddern. Wir haben minus 15, glaube ich, bei den Terranern. Oder sind wir denn noch bei minus 15? Weil die sahen jetzt nicht so rot aus, als wären die noch minus 15. Wir gucken mal. Terraner, ja, minus 15. Ja, das ist hier, bla, nicht schön. Also müssen wir hier ein bisschen Mission fliegen. Das werden wir jetzt mal machen. Ich fliege hier mal zur Station. Joystick ist heiß, genau, alles klar. Obwohl das nicht stimmt, der ist nämlich ziemlich kalt, der Joystick. Der ist nämlich aus Metall. So, können wir jetzt mal bitte an die Station anfliegen? Wir stellen mal auf eine Waffe um. Damit wir hier nicht die Station treffen, weil dann ist der Ruf ganz schnell wieder weg. Aber wenn man sie nur anschießt, das ist okay. Ja, du kannst ruhig... Halt doch mal an, Schiff. Warum hältst du denn nicht an? Nein. So. Halt doch mal an. Was macht denn das Schiff? Warum hältst du nicht an? 0 von 4. Kurzstreckentransporter. Die Frage, wo ist denn der rausgeflogen? Bitte verschonen Sie uns. Schieß doch mal! Wieso schießt denn der nicht? Wartungsschiff. Sag nicht, die kommen jetzt alle da raus. Na, dann ist es ja easy. Kurzstreckentransporter. Ich habe wieder auf Station geschossen. Kurzstreckentransporter. Minus 14. Sehr schön. Aber plus 1 finde ich jetzt schon ein bisschen krank, ey. Also finde ich ein bisschen doof. Kurzstreckentransporter. Ja, warten wir jetzt hier einfach. Die scheinen ja hier alle rauszukommen. Also warten wir ab, bis da ein Illegaler dabei ist. So wie der da. Terranische Kurzstreckentransporter. Ey, das hat nicht geklappt. Schieß halt. Doch mal! Schieß! Wieso schießt denn der nicht? Wartungsschiff. Kurzstreckentransporter. Er schießt nicht. Ich weiß nicht, warum er schießt nicht. Kurzstreckentransporter. Ich kill hier kriminellen Verkehr und kriege keinen Ruf bei euch. Was ist denn hier los? Ja, wahrscheinlich, weil sie noch nicht mit mir reden wollen. Also bringt uns das hier noch gar nichts, kriminellen Verkehr zu killen. Wir wurden gerade von der Polizei scannt. Das ist übrigens im Terraner-Sektor ist das gang und gäbe. Die scanne ich die ganze Zeit. Die ganze Zeit. So, Terraner. Das ist Teladi, Antigon, Argon, PGS. PGS? Genau, ich fliege zu PGS. So, was ist denn jetzt hier? Wartungsschiff. Kurzstreckentransporter. Ich weiß nicht, warum die Waffe nicht geschossen hat. Wahrscheinlich braucht die so eine Abkühlphase nach dem Schuss. Weiß es nicht. Hm. Okay, hier kommt nichts mehr. Wir haben nur einen Ruf gekriegt, ja. Das finde ich schon ein bisschen kacke eigentlich. Aber naja, gut. Was will man machen? Kann man nicht ändern. Ach, hier gibt's nur Hobbys und Hobbys und Hobbelhobbels. Gibt's hier nur Hobbits und... Wo bin ich denn hier überhaupt? Hä? Ach, da bin ich. Dragonstation, da will ich da gar nicht hin. Hier gibt es einen Haufen Stationen. Hier fliegen wir hin. Ja, bei den Pios bin ich ja schon durch mit dem Ruf.
Wo ist mein Schiff? Ja. Ist einer. Ach. Das ist für Pio, oder? Ja, das ist für Sigaris. Nee, das will ich nicht. Ich will für die Tyrana was machen. Naja, aber wie gesagt, ich glaube, das sollte ich wieder offline machen. Das ist ja für euch beim Zuschauen nicht so geil. Ich habe gedacht, hier kriegen wir mal ein bisschen Action. Ja, so actionmäßig, aber das ist hier nicht der Fall. Gut, dann müssen wir wahrscheinlich ein bisschen tiefer hier reinfliegen zu den Menschen. Zu den Tyranskis. Ja, benötigst mehr Ansehen. Ja, man muss hier tatsächlich rumfliegen, sonst wird das nichts. Aber ich werde jetzt mal hier kurz bremsen. Und werde jetzt mal gucken, wie weit die Shuri-Dumsbis sind. Die sind nämlich fertig, glaube ich. Ja, 5 Sekunden, okay. So, dann gucken wir mal hier bei den Vigors. Und da gucken wir, docken wir mal am Ramp hier an. Ja, jetzt sind sie beide fertig. Wo sind sie? Da sind sie. So, ihr werdet jetzt mal eine Crew machen. So. Und da würde ich sagen, bitte mal andocken und warten. Ich meine, das war so, dass man da irgendwie Dings kaufen kann. Besatzung. Marines, glaube ich. Und da, wenn man die kauft, dann sind da manchmal Dings dabei. Veteran. Das gucken wir gleich mal, ob das so ist. Fliegt der andere mir jetzt mal hinterher oder nicht? Oder doch? Ich weiß es nicht. Wir werden uns mal auf die Shuri-Dingsbums mal drauf tüdeln. Also natürlich ist das jetzt euch dann blöd, weil wir dann immer die Systemwechsel hören. Aber die Folge ist ja eh vorbei und speichern haben wir jetzt auch. Das heißt, wir sehen uns dann in der nächsten und dann melde ich mich, wenn ich die gefunden habe. Die wunderschöne Raumschiff-Geschichte, die sich Erlkönig nennt. Jawohl. Und dann müssen wir ja wieder im System rumfliegen, weil wir die Datentresore brauchen. Aber gut, das kriegen wir dann schon hin. Juti, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Fordere umgehend Verstärkung an. Bis dahin. Tschüss.